Der neuere No Capture jetzt als E-Tech Plug-in Hybrid-Version. Abhängig davon, ob Sie Pure, MySense oder Sport und welchen Fahrstil Sie wählen, entlädt sich die Antriebsbatterie auf natürliche Weise und mehr oder weniger schnell und muss daher wieder aufgeladen werden. Diese 400-Volt-Antriebsbatterie befindet sich im Boden Ihres Fahrzeugs unter dem Rücksitz. Sie behindert in keiner Weise die Beladung des Kofferraums und die Modularität der geteilten Sitzbank bleibt erhalten. Beim Abbremsen treiben die Räder die Elektromotoren an. Auf diese Weise erzeugen sie elektrischen Strom, der in der Antriebsbatterie gespeichert wird. Eine Energie, die für die nächsten Beschleunigungsvorgänge zur Verfügung stehen wird. Zweitens kann der Verbrennungsmotor dazu beitragen, die Batterieladung wie ein Generator aufrechtzuerhalten, selbst wenn das Fahrzeug angehalten wird. Er stoppt, sobald der Ladezustand der Antriebsbatterie ausreichend ist. Bitte beachten Sie auch, dass der Verbrennungsmotor allein das Fahrzeug bewegen kann, bis die Antriebsbatterie ausreichend aufgeladen ist. Aber der Vorteil der E-Tech Plug-in-Hybrid-Technologie ist, dass sie zu einem alltagstauglichen Elektrofahrzeug wird. Auf diese Weise machen Sie das Beste aus dem Pure-Modus, der die Bewegung Ihres Fahrzeugs im 100% elektrischen Antriebsmodus begünstigt und Sie reduzieren Ihren Kraftstoffverbrauch erheblich. Sie können sogar noch weitergehen, indem Sie den MySense-Modus oder den Sport-Modus verwenden, falls erforderlich. Die Antriebsbatterie kann mit zwei Arten von Kabeln geladen werden. Ladekabel Typ A, Ladekabel Typ B. Das Ladekabel Typ A ermöglicht je nach Fahrzeug das Aufladen bei regelmäßigem Gebrauch an einer für das Fahrzeug vorgesehenen Steckdose, zusätzlich zum Beispiel an einer Haushaltssteckdose, wenn Sie nicht zu Hause sind. In allen Fällen müssen die verwendeten Stecker gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch installiert werden, das mit dem Ladekabel Typ A geliefert wird. Dass Ladekabel Typ B ein Kabel für einen bestimmten Anschlusskasten oder eine öffentliche Ladestation ermöglicht das Aufladen bei Standardnutzung der Antriebsbatterie. Dieses Ladekabel ist bei einem Vertragspartner erhältlich. Nehmen Sie das Ladekabel aus seiner Aufbewahrungstasche, entriegeln Sie das Fahrzeug und öffnen Sie die Klappe am rechten hinteren Kotflügel des neuen Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid. Diese Anzeige leuchtet weiß. Fahrzeug im Stillstand. Zündung ausschalten und das Ende des Kabels in die Stromquelle stecken. Dann verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Fahrzeug, indem Sie es an seinem Griff festhalten. Die Anzeige blinkt gelb auf. Ein Verriegelungsklick sorgt dafür, dass das Kabel automatisch am Fahrzeug einrastet. Wenn der Ladevorgang beginnt, blinkt diese Anzeige blau. Gleichzeitig werden auf der Instrumententafel Informationen angezeigt über den Energiestand auf der Batterieanzeige, den Prozentsatz der Batterieladung, eine Schätzung der verbleibenden Ladezeit. Ab ca. 95% wird die Ladezeit nicht mehr angezeigt. Diese Leuchte zeigt an, dass das Fahrzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist. Die Anzeige auf der Instrumententafel erlischt nach einigen Sekunden. Sie erscheint wieder auf der Instrumententafel, sobald eine der Türen geöffnet wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet diese Leuchte in der Klappe grün. Wenn sie permanent rot leuchtet, wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Sie können nun das Kabel von Ihrem Fahrzeug abziehen. Drücken Sie diesen Schalter bei entriegeltem Fahrzeug. Ein Klick signalisiert, dass sich das Kabel automatisch entriegelt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Griff festhalten. Sie haben dafür 30 Sekunden Zeit, bevor er wieder automatisch verriegelt wird. Schließen Sie die Ladeklappe und drücken Sie sie leicht, bis sie einrastet. Sie müssen nur noch das Kabel von der Stromquelle in den Kofferraum legen. Natürlich kann die Aufladung auch bei Regen erfolgen. Für noch mehr Flexibilität können Sie auch die Ladung Ihres neuen Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid programmieren. Fahrzeug im Stillstand, Zündung eingeschaltet. Wählen Sie auf EasyLink das Menü Einstellungen. Wählen Sie die Registerkarte Fahrzeug und das Menü Programmierung, mit dem Sie die verschiedenen Ladeprogrammiermodi für Ihr Fahrzeug einstellen können. Wenn eine Programmierung validiert wird, leuchtet diese Kontrollleuchte auf dem Armaturenbrett auf. Dieser Bereich entspricht einer Sofortladung. Das Fahrzeug wird an eine Stromquelle angeschlossen, der Ladevorgang beginnt. Dieses Feld informiert Sie, dass die Funktion Sofortladung aktiviert ist. Wenn Sie verzögerter Ladevorgang drücken, können Sie eine Startzeit für den Ladevorgang programmieren. Drücken Sie Edit, um auf die Parameter zur Einstellung der Ladestartzeit zuzugreifen. Stellen Sie die Zeit für den Beginn des Ladevorgangs ein und bestätigen Sie. Die letzte Option Programm ermöglicht es Ihnen schließlich, mehrere Ladezeitprogramme pro Woche zu speichern. Drücken Sie Edit, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Sie können die Start- und Endzeiten für die Aufladung sowie die Tage, für die Sie diese Zeiten anwenden möchten, festlegen. Bitte beachten Sie, dass wenn die Startzeit mit der Endzeit übereinstimmt, die Ladezeit 24 Stunden beträgt. Sie können ein Ladeprogramm nicht aktivieren, wenn Sie keinen Wochentag auswählen.
Schließlich können Sie eines Ihrer aufgezeichneten Programme durch Drücken von Off deaktivieren. Unabhängig davon, welche Option gewählt wird, beginnt der Ladevorgang, wenn die Zündung ausgeschaltet, das Fahrzeug an eine Stromquelle mit autorisiertem Zugang angeschlossen und die elektrische Parkbremse angezogen wird. Anwendungsempfehlungen: Vorsicht, verwenden Sie zum Aufladen Ihres Fahrzeugs keine Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker und keinen Adapter. Brandgefahr. Achten Sie auf das Ladekabel. Setzen Sie es keinen Stößen aus. Ziehen Sie nicht daran. Legen Sie es nicht ins Wasser. Bei extremen Außentemperaturen kann der Beginn des Ladevorgangs mehrere Minuten dauern. Diese Zeit wird benötigt, um die Antriebsbatterie zu kühlen oder zu erwärmen. Dieses Symbol, elektrischer Blitz, kennzeichnet alle elektrischen Komponenten Ihres Fahrzeugs. Alle Arbeiten an diesem elektrischen Stromkreis von 400 Volt müssen von einer Vertragswerkstatt durchgeführt werden. Sie kennen jetzt die wesentlichen Informationen, die Sie benötigen, um die Ladung Ihrer neuen Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid Antriebsbatterie so effektiv wie möglich zu verwalten.